Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skyblock. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in dieser Folge. Wo wir endlich mal die Mobfarm hier ausprobieren, ob sie jetzt besser funktioniert. Ich nehme nur einmal kurz den Wassereimer da gleich weg und platziere vorher nochmal ein Wasser dahin. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Und dann würde ich auch mal wieder gerne in den Nether gehen, um da das Loch zum Runterfallen irgendwie zu vergrößern. Ich habe also das Gefühl, das ist nicht ganz optimiert. Also ich könnte mir vorstellen, es geht besser. Muss man so auf den Punkt zu bringen. Das möchte ich dann in dem Zug auch einfach mal probieren. So, jetzt bringe ich erstmal das wieder weg. Alles, was hier so ja, einigermaßen wichtig aussieht, auch. Ein bisschen Holz hätte ich noch. Kann das irgendwo? Ne, das ist jetzt okay. Dann ist es so. So, dann schaue ich. Ah, ich kann mir aber noch mein neues Schwert mitnehmen. Ich sehe jetzt schon, dass meins kaputt geht. Gleiche Thema bei der Spitzhacke. Oh, ich brauche Steine, bitte. 2. Ah, ärgerlich. So, hier habe ich noch ein paar. Gut, da kann ich es mir auch ein bisschen leichter machen. Mache ich aber so. Ah, hier eine neue Spitzhacke hin und hier ein neues Schwert hin. Ganz einfach so. Leben ist auch voll. Dann kann ich jetzt einfach mal hier hingehen. Ein paar Blöcke hätte ich dabei. Nochmal schauen, ob hier irgendwie was dabei ist, was interessant ist. Aber es sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ein bisschen auskühlen. Na, kleiner Zombie. Ui. Was ist das denn hier? Normaler Zombie, oder? Ja. Ui. Er ist runtergefallen und ist direkt gestorben. Oder explodiert, trifft es eigentlich noch besser. So. Ach, die kleinen Zombies sind aber auch ein bisschen Nervenkitzel pur. Mal schauen. Nee, das ist normaler. War nicht so nett vom Skelett. Kleiner Zombie. Ah, man merkt, es gibt auch welche, die fallen von ganz oben runter. Ja, die kriegen dann nämlich direkt den Fallschaden und sind hier weg. Mal schauen, das ist normaler Zombie. So. Oh. Ärgerlich. Manchmal explodieren die Küken aber auch wirklich so instant. Die kommen so runter und machen Kaboom. Nicht so angenehm. Gut, jetzt schaue ich mal so nebenbei. Ja, so ein bisschen. Ich warte noch auf eine Hexe. Ich glaube, ich habe gerade zufälligerweise gerade den Villager-Zombie erledigt. Kann das sein? Der sah irgendwie anders aus. Ich hoffe nicht. Eigentlich so mit das letzte, was hier noch fehlt. Das wäre echt ärgerlich. Ich mach mal hier so schon mal den Weg bereit. So. So. Finde ich es nett, dass immer die explodierenden Creeper auch direkt auf mich zulaufen. Das macht es mir leichter zu erkennen, wenn ich schlagen muss. So. Manchmal. Okay. Ja, das wird noch nicht besser. Einfach mal ein bisschen abwarten hier. Okay. Creeper, noch ein Creeper. Ein Skelett. Nee, das ist auch nicht. Auch nicht. Ein Haufen Knochen mittlerweile. Ah, da braucht man ja 9, ne? Da kann ich mir Knochenblöcke machen. Das Skelett gibt immer ein. Bewirkt es. Der verzauberte Bogen. Habe ich den? Stärke 1. Cool. Okay. Oh nein, nicht schon wieder Creeper. Ja, es ist jetzt eigentlich nur noch die Spannung hier oben halten für die Monsterfarm. Bis mal das rauskommt, was ich eigentlich wirklich suche.
Skelette suche ich nicht. Auch nicht. Brauche eine Hexe und das andere. Ein Villager-Zombie. So. Ja, muss ja hier irgendwann mal kommen. Das war ein normaler Zombie. Ein Eisen. Ah. Ein Eisenbarren. Ja, also wenn ich jetzt auf die zeitlichen Aspekte schaue, wie lange das gedauert hat, bis der runterkommt, ist das schon mal keine effektive Eisenfarm. So, ne, normaler Zombie, Skelett. Zombie. Legard, ne. Skelett, noch Skelett, Creeper. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Ich baue hier mal schnell. Ich liebe es, wenn sie runterfallen und direkt explodieren. Das macht so Spaß. Gut. Ich wollte nur schnell das Loch zu bauen, aber das habe ich gemerkt, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Um genau eigentlich sowas zu verhindern. Ach Mann, ey. Ich verstehe aber auch nicht, warum die schon so runterfallen und direkt explodieren. Vielleicht kann mir das einer in den Kommentaren kurz erklären, woran das liegt. Das ist ein Skelett mit einem Schwert. Okay, vielen lieben Dank. Achso, das wird wahrscheinlich meins haben. So, mal hier kurz zumachen. Relativ viel von meinem Zeug liegt hier, okay. Aber auch nicht so, so viel. Von daher alles gut. Genau. Das ist wieder eingesammelt. Ah, da ist meine Spitzhacke. Wichtigste ist jetzt erstmal kurz hier den Boden wieder zumachen. Ich habe ja so ein natürliches Talent dafür, in solche Sachen reinzulaufen. Ja. So, da ist jetzt also gerade die Luke zu. Und da kommen die dann die Daten rauf. Hier ist es dann schlussendlich wieder so, dass da alles zugebaut wird. Naja, brauche ich nochmal ein paar Blöcke wieder. Muss ich erstmal wieder reparieren. Ja, das war ärgerlich. Ja, die Explosion und alles. Komisch. Normalerweise war ja immer halbe Stufe, dass da nichts passiert, aber wahrscheinlich ist er schon explodiert, bevor er aufgeschlagen ist. Und nur deswegen ist das Ganze so passiert, wie es passiert ist. Aber reine Theorie. So richtig weiß ich es dann nur im Videobeweis nochmal. Wie beim Fußball, VR. So. Überlege ich gerade, wie viele Steine werde ich brauchen. 20? Kann das reichen? Ich hoffe. Ich wüsste sonst nicht, wie viel ich bräuchte. Aber ich bin der guter Dinge. Ich sage jetzt einfach mal so 20. Das ist eine gute Summe. Die nehme ich jetzt mal mit. Tipptopp. So. Probiere es doch einfach mal schnell aus. Ob das reicht oder nicht. Ich hoffe ja. Weil so viel Blöcke hatte ich ja dann auch wieder nicht. Ich tausche einmal kurz mit die unten hier aus. Die Stufen kann ich vielleicht nochmal brauchen. Deswegen nehme ich mir die mal wieder. Aber schneller so aufgebaut. Ein Haufen Schwarzpulver, ey. Ach, verdammt. Ja, das kann hier auch noch weg. Solange da oben jetzt kein Creeper explodiert, ist es auch eigentlich echt angenehm. Ah ja, ich hätte gar nicht so viel gebraucht, anscheinend. So, jetzt habe ich bloß hier auf der Seite das Wasser, glaube ich, zugemacht. Ah, ärgerlich. Kann man hier kurz das Wasser so in die Richtung treiben lassen. Gut, jetzt schaue ich mal kurz. Hier ist das gleiche Problem. Und dann habe ich auf der Seite ein Wasser weniger, wie ich gerade gemerkt habe. Baue ich hier noch die Blöcke drunter. Gut. Baue ich mal hier so ein bisschen die Blöcke wieder losbauen. Nee, ich brauche jetzt gerade nicht nochmal so einen Creeper. Der ja einfach denkt, alles runterstoßen zu müssen. Schau ich mal, wo sind denn hier noch die Löcher? Oh. Ja, sowas hätte ich nicht gebraucht, okay. Habe ich meine Ofenkartoffeln? Jo, ich habe meine Ofenkartoffeln. Chili. So, hier nochmal schnell das Loch aufbuddeln. Oh oh. Ablenkungsmanöver, so viel reinhalten, wie überhaupt nur geht. Auch wenn es mit der Spitzhacke sein muss. Ta-ta-ta-ta-ta. So, schnell habe ich schon lange nicht mehr geklickt, okay.
Gut. Jo. Da haben wir mal kurz ein neues Schwert. Gut. Hier mal kurz aufräumen. Nee, aber ich habe jetzt auch keine Hexe gesehen gehabt, ne? Also die ganze Zeit. Ich glaube, der Block hat er noch gefehlt. Habe ich jetzt wieder alle? Ja, das wirkt doch. Ach, da ist noch einer. Den muss ich noch wegbauen. Uiuiui. Ah, eine Explosion. Kettenrüstung. Relativ viel davon sogar. Gleich anschauen hier. Kettenhose und... Ja, nett. Neues Outfit. Mal kurz anschauen hier. Ich find's hübsch. Wie findet ihr's? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ha! So. So. Ah, da ist wieder ein Creeper explodiert. Gefährlich, ist das meine Goldhose? Nö. Ach, stark. Neue Goldhose. Gefühlt wie neu. So, hier einmal kurz durch. Okay, immerhin. Ne, das ist ein Zombie. Das ist ein Skelett. So. Okay. Verrückt. Nochmal Skelett. Ja. Ah, weiß ich nicht. Da kommt irgendwie nicht das Ergebnis raus, was ich gerne hätte. Eine Monsterfarm hier. Gut, das ist zumindest alles mal wieder repariert. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, dann gebe ich es hier erstmal so weit auf und tu mal kurz die Monsterfarm im Nether optimieren. Die braucht ja auch nochmal so ein bisschen, ja, Anpassung. Das ist, glaube ich, ganz gut. Eine Axt habe ich gar nicht, okay. Habe ich gerade gemerkt. Ein Haufen Pfeile. Fäden. Die Ofenkartoffeln behalte ich. Aber ich habe echt keine... Ne, habe ich nicht. Keine Steine mehr, keine Spitzhacke, keine Axt. So. Oder was ich gesucht habe, war Axt. So, das passt. Ich nochmal schnell hier. Das passt auch. Alles bequem. Gut, also was ich mir neu machen wollte, war eine Axt und eine Spitzhacke. Das heißt, ich fange schon mal so an und mache so weiter. Stark. Okay. Dann habe ich mir mal ein paar Eichenbäume. Wie viel werde ich brauchen? Wir kommen 1 vergrößern, 20 Blöcke hoch. Ich glaube, so ein halbes Stack wäre gut. Also rein aus dem Bauchgefühl raus. Halbes Deck ist, glaube ich, fein. Da dürfte ich gar keine Probleme haben. So. Ich überlege gerade nur, wie ich das dann baue. Weil ich muss ja einerseits alles um 1 breiter bauen. Aber auch nur hinten rum. Ich will das ja überall gar nicht machen. Es soll ja nur der Fallschacht 2 breit werden und zum Reinlaufen 2. Dass die da einfach nicht mehr so gestresst sind, ne? Weil es so anstrengend ist. Naja, vielmehr, weil mein Schneemann jetzt wieder im geschützten Pilzbunker, Fragezeichen. Das interessiert mich jetzt mal schnell. Schneemann? Nicht so gut. Hier Schnee. Ich habe das Gefühl, das war mein Schneemann. Muss mir was einfallen lassen. Werde ich wahrscheinlich irgendwo in ein Gehege reinbauen. Naja. Ärgerlich. Gut. So, hier noch ein paar neue Bäume gepflanzt. Genau 32 Holzteile abgefarmt. Auch nicht schlecht. Für verrottetes Fleisch weiß ich nicht, was ich mitmachen soll. Deswegen schmeiße ich es einfach weg. Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.